für das schöne Abendessen. Das hat schon mal gut getan. Ob es der Arbeitsmoral gut getan hat, wage ich eher zu bezweifeln. Aber jetzt werden wir zeigen, dass wir beißen können. Also nicht nur beißen, was beim Essen wichtig ist, sondern eben in dem Sinne, dass wir nochmal alle Konzentrationen zu sammeln versuchen und den zweiten Teil dieses Abends zu bestreiten unter der Überschrift: Ist die Bibel wirklich irrtumslos? Also bis jetzt haben wir darüber gesprochen, wie kam es überhaupt zu dieser Zusammenstellung des Kanons der Bibel. Und jetzt gehen wir gewissermaßen von dem fertigen Produkt aus und fragen, welche Autorität und welche Qualität kann dieses Produkt für sich beanspruchen. Da muss man sagen, egal, auch wenn wir vielleicht seit vielen Jahren schon viele von uns Christen sind, wir leben in einer gesellschaftlichen Luft, wir leben in einem geistigen Umfeld, das im Hinblick auf das Vertrauen in die Bibel toxisch genannt werden kann. Die Luft des Denkens im Hinblick auch nicht nur in dieser Hinsicht, aber auch in dieser Hinsicht ganz besonders, ist wirklich verseucht und wir können uns davon nicht freisprechen. Die Frage des Vertrauens in die Bibel ist keine Frage, die ein paar theologisch Interessierte angeht, sondern das setzt sich fort bis in den Religionsunterricht der dritten Klasse. Wir werden ständig bombardiert mit Misstrauen in die Heilige Schrift. Und da ist es wichtig, dass wir uns von der Bibel erstmal auch selber sagen lassen, was dagegen getan werden kann und als was die Bibel sich selbst dann versteht. Und ich musste denken an liebe alte Freunde, die wir auch jetzt bei unserer Amerika-Reise vor 2 Wochen besucht haben, schon so knapp 80, beide noch unheimlich rüstig. Und er hat so seinen festen Rhythmus von Montag bis Freitag. Die leben in so einer gated Community und haben tolle Sportmöglichkeiten. Und dann geht er von Montag bis Freitag immer erst seine Übungen dann machen in die Sporthalle und anschließend zu McDonald's. Aber geht zu McDonald's nicht in erster Linie, um einen Hamburger zu essen, nach dem Motto, was ich an Kalorien verloren habe, haue ich mir gleich wieder drauf, sondern er geht dorthin, um Kaffee zu trinken und einen Menschen zu suchen, dem er an diesem Vormittag eine Bibel geben kann. Das ist so, und wenn es gut läuft, sind das 5 Neue Testamente, die er da in der Woche weitergeben kann. Und neulich hatte er eine ganz nette Begegnung, das heißt auch schon eine Weile her. Da hat er mal wieder so einen Typen angesprochen und hat gesagt, ich gehöre zu den Gideons und es ist mir eine Freude, den Nummer 1 Weltbestseller zu verbreiten. Haben Sie ein Neues Testament? Und er guckt ihn ganz entsetzt an und sagt, glauben Sie denn, was da drin steht? Und unser Freund sagt, ich baue mein ganzes Leben da drauf. Und der antwortet der ihm nur, Sie Idiot. You're an Idiot. Okay, und er sagt, okay, wenn Sie mal vor Gott stehen, wird er Ihnen sagen, du hättest doch besser auf den Idioten bei McDonald's hören sollen. Also ich denke, die meisten Zeitgenossen sagen uns das nicht so brutal und direkt ins Gesicht, aber viele haben wirklich genau diese Auffassung, dass wer sich auf die Bibel verlässt und wer möglicherweise sogar seine Lebensentscheidungen davon abhängig macht, dass das ein Idiot ist. Die Luft ist toxisch und unser Vertrauen in die Bibel wird auf allen möglichen Ebenen angegriffen und das reicht ja auch bis weit in ja, das hinein, was man so landläufig evangelikale Kreise nennt oder genannt hat. Ich denke nur etwa an Rob Bell, der ja vor wenigen Jahren auch immer noch wieder hier auf bestimmten großen christlichen Jugendkongressen im Einsatz war, der jetzt, und das haben die amerikanischen Brüder erzählt, in der ganzen Debatte etwa um die Homosexualität gesagt hat kürzlich, wir müssen endlich aufhören, uns hier von Briefen abhängig zu machen, die 2000 Jahre alt sind. Und so gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, die Bibel in Frage zu stellen und die Frage für uns ist eben immer wieder, wie unser Glaube unter diesem Dauerbeschuss wirklich bestehen kann. Und ich möchte jetzt, wo wir so vorhin durch so viele unterschiedliche Texte hindurch marschiert sind, vor allem einen Bibeltext in den Mittelpunkt stellen und das ist 2. Timotheus 3. Es ist einer der programmatischen Verse, Texte der Bibel über sich selbst. Und ich bitte das mal am besten mitzulesen. Ich lese nochmal ab Vers 14. Da schreibt Paulus an seinen Schüler Timotheus, du aber bleibe, also 2. Timotheus 3, Vers 14, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und was dir zur Gewissheit geworden ist, da du weißt, von wem du es gelernt hast, und weil du von Kindheit an die Heiligen Schriften kennst, welche die Kraft haben,
mittlerweile ist uns dieser Terminus, ne, Heiligen Schriften, ist uns bewusst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Alle Schrift, Pasagraphe, wieder dieser Begriff, ist von Gott eingegeben und nütze zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Für Timotheus war die Situation nicht sehr viel leichter als für uns. Sie war überhaupt nicht leichter. Sein Glaube wurde angegriffen. Und das, was Paulus ihm hier schreibt, über die Zuverlässigkeit der Bibel, das war für Timotheus nicht neu. Wusste er. Aber offensichtlich hielt Paulus es für erforderlich, ihn jetzt wieder daran zu erinnern und vor allem ihn darin zu bestärken und zu ermutigen. Denn die Luft ist toxisch. Und deshalb sagt er, bleib in dem, was du gelernt hast. Und wenn man sagt, warum ist das so schwierig, dann muss man nur zu Vers 1 in diesem dritten Kapitel kommen. Da sagt Paulus, das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen, und in dem Sinne haben die letzten Tage mit dem Kommen Jesu begonnen, das ist noch nicht die allerletzten Tage, aber die letzten Tage, schlimme Zeiten eintreten werden. Schwere Zeiten. Und das Wort, was hier für schwere Zeiten steht, heißt so viel wie schlimme Zeiten, gefährliche Zeiten, wilde Zeiten. Im klassischen Griechisch wird mit diesem Begriff werden wilde Tiere beschrieben oder stürmische See. Das Neue Testament kann diesen Begriff wild auch benutzen, um etwa das Phänomen von dämonischer Besessenheit zu beschreiben. Das ist etwas, was mitzieht, was droht, einen unterzuflügen. Und schwere Zeiten sind offensichtlich für Christen normal. Einmal, weil wir von außen angegriffen werden. Aber Paulus wusste, dass das noch Schwierigere die Angriffe von innen waren. Und er schreibt ja an Timotheus. Timotheus war vor allem in Ephesus, in dieser Region tätig. Und Paulus hatte ja einige Zeit davor den Gemeindeältesten von Ephesus gesagt, was in ihrer Gemeinde passieren würde. Nämlich in Apostelgeschichte 20. Da sagt Paulus in Vers 29 und 30, Apostelgeschichte 20, 29, 30, denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe zu euch hineinkommen werden, die die Herde nicht schonen, und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um Jünger abzuziehen in ihre Gefolgschaft. Also es ist der Druck von außen und es ist die Zersetzung von innen. Und wenn dieser Druck so kommt und wir manchmal so mittendrin sind und so eingeklemmt sind wie ein Sandwich gewissermaßen, dann besteht oft die Gefahr so eines schleichenden Vertrauensverlustes. Das ist nicht so die eine große Krise, aber da mal ein kleiner Zweifel, da eine kleine Ungewissheit. Und so zerbröselt unsere Sicherheit an diesem Punkt. Und das, was Paulus dem Timotheus jetzt dagegen hält, ist, dass er sagt, bleibe, halt das fest. Lass dich nicht von deiner Position abbringen. Und man muss sagen, wie vielen ist das so ergangen? Dass sie abgebracht wurden, dass sie das als Kinder mal gelernt haben. Und dann wurde ihnen das, wovon sie eigentlich gezehrt haben, als Kinderglaube malig gemacht. Ich glaube, es gibt kaum einen Theologiestudenten, dem nicht schon mal geraten wurde von irgendeinem Professor, er soll doch bitte schön seinen Kinderglauben jetzt mal beiseite lassen und endlich mal anfangen, wissenschaftlich zu studieren. Der Professor meint eigentlich, er solle endlich mal anfangen, die Ideologie des Professors zu übernehmen. Aber wie viele haben ihren Kinderglauben dann wirklich verloren? Und Paulus, der größte Theologe aller Zeiten, geht genau den entgegengesetzten Weg. Und er sagt, verlier deinen Kinderglauben nicht. Verliere nicht, was deine gläubige Mutter und deine gläubige Großmutter dir von Anfang an beigebracht haben. Das können wir in 2. Timotheus 1 nachlesen. Es ist interessant, die Verwandtschaftsverhältnisse bei Timotheus. Da heißt es in Vers 5, 2. Timotheus 1, Vers 5, da behalte ich die Erinnerung an deinen ungeheuchelten Glauben fest, der zuvor in deiner Großmutter Lois und deiner Mutter Eunike gewohnt hat. Ich bin aber überzeugt, auch in dir. Timotheus hatte wahrscheinlich einen griechischen Vater, deswegen auch der Name, aber seine Mutter und seine Großmutter waren offensichtlich gläubige Leute. Das war sein Kinderglaube. Und dann macht Paulus deutlich, und du hast ja auch von mir gelernt,
das sagt er hier in Vers 10 ganz deutlich, also jetzt sind wir wieder bei 2. Timotheus 3, da sagt er, du aber bist mir nachgefolgt in der Lehre, in der Lebensführung, im Glauben, in der Langmut, in der Liebe. Also, du hast deine Großmutter gehabt, deine Oma, du hast deine gläubige Mutter gehabt. Du hast mich gehabt, den Apostel, der dir die Wahrheit nahegebracht hat. Und von daher kennst du von Kind auf die Heiligen Schriften. Und wenn Timotheus durch die Mutter jüdisch erzogen wurde, war das wirklich so, dass Jungs in der Regel so ab 5 Jahren dann regelmäßig in die Heiligen Schriften eingeführt wurden. So, und Paulus sagt, jetzt lass das nicht los. Du kennst von Kindheit an die Heiligen Schriften. Du kennst das ganze Curriculum der biblischen Lehre. Für Timotheus war das natürlich zunächst das Alte Testament. Ganz klar, also wir erinnern uns, der Kanon des Alten Testaments, der damals schon bestand. Und Paulus sagt, und das hatte ich schon vorbereitet auf die Bekehrung zu Jesus. So schreibt das ja hier, denn die Heilige Schrift, also da meint er zunächst Altes Testament, die du seit deiner Kindheit kennst, kann dich zur Rettung durch den Glauben an Jesus führen. Und da sehen wir, dass Paulus schon deutlich macht, dass das Alte Testament ja auch von Jesus Christus her richtig verstanden wird. Dass das Alte Testament auf Jesus zuläuft, dass es durch ihn erfüllt wird. Und das heißt nicht, und ich will das auch mal ganz deutlich sagen, es gibt zurzeit nämlich so eine sogenannte biblische Theologie, die propagiert, dass man quasi in jedem Abschnitt der Bibel Jesus finden könnte. Das ist, finde ich, eine ziemlich gewagte Behauptung. Und das sagt die Bibel auch so nicht. Aber wir müssen sagen, das Alte Testament erweist sich als Ganzes und auch in vielen einzelnen Passagen als ein starker Hinweis auf Jesus selbst. Und darum sagt Paulus, wenn man das Alte Testament richtig auslegt und zeigt, wie es in Jesus erfüllt wird, dann kann man schon dadurch einen Menschen zum Glauben an das Evangelium führen, zum Glauben an Jesus, den Sohn Gottes, führen. Und wenn Paulus jetzt sagt, Timotheus, bleib da drin, dann ist das das Gegenteil von Traditionalismus. Oberflächlich könnte man das ja so verstehen, dass Paulus sagt, also bleibe bei dem, weil wir das immer schon so gemacht haben. Aber so meint Paulus das nicht, so sagt er es auch nicht. Sondern er sagt, bleibe bei dem, weil es wahr ist. Das ist übrigens in unserer Kindererziehung zum Beispiel auch eine wichtige Frage. Warum fordern wir unsere Leute auf, unsere Kinder, im Kindergottesdienst auf, bestimmte Dinge um jeden Preis festzuhalten? Weil wir das schon immer so gemacht haben und weil das schon Opa und Oma so gemacht haben? Oder weil es wahr ist? Und darauf legt hier Paulus den Finger. Vielleicht haben sich auch in Timotheus' Herzen ja von Zeit zu Zeit schon Zweifel breit gemacht. Woher kann ich wissen, dass das, was ich da gelernt habe und was mir da übergeben ist, dass das wirklich alles stimmt? Wie sicher kann ich sein? Was habe ich eigentlich in den Händen, wenn ich die Heiligen Schriften hier lese? Was ist das? Und in den nächsten beiden Versen gibt Paulus uns dann eine Antwort, die alle Zweifel überwinden kann. Und hier haben wir es wirklich mit einem der Schlüsseltexte der Bibel zu tun, in denen die Bibel uns erklärt, wie sie sich selbst versteht. Und Paulus entfaltet das jetzt hier. Er entfaltet hier, was die Bibel wirklich ist. Und wenn wir verbindlich wissen wollen, was die Bibel ist und welche Qualität die Bibel hat, dann müssen wir diese Verse richtig verstehen. Also erstens, was ist die Bibel? Und das wird hier sehr, sehr präzise entfaltet. Was die Bibel ist, das ist also das Erste und das wird uns jetzt erstmal beschäftigen. Er sagt, ab Vers 16, alle Schrift ist von Gott eingegeben. So kann man das am besten übersetzen. Man kann auch übersetzen, die ganze Schrift ist von Gott eingegeben. Und da steckt eine geballte Ladung an Informationen drin. Alle Schrift oder die ganze Heilige Schrift ist von Gott eingegeben. Das Erste, was wir hier sehen, ist alle. Also da steht im Griechischen Pasagraphe, also die ganze Heilige Schrift. Und wir müssen sehen, wenn Paulus das sagt,
dieser Begriff von Gott eingegeben, da steht wörtlich eigentlich Gott gehaucht. Theopneustos ist von Gott gehaucht. Die Engländer oder die Amis übersetzen God breathed. Und das heißt, in der Konsequenz, wenn die Bibel redet, redet Gott. Schlicht und ergreifend. Wenn die Bibel redet, redet Gott. Die Bibel ist Gottes Wort, steht hier. Diese Wahrheit hat die Gemeinde zu allen Zeiten geglaubt. Sie wurde aber auch zu allen Zeiten befeindet, untergraben, relativiert. Und sie wird auch teilweise, ich sage mal, in christlichen Kreisen relativiert. Ich las das jetzt erst neulich in einer Zeitschrift zu einer konservativen theologischen Arbeitsgemeinschaft, die sich eigentlich bemühen, so dem allgemeinen Verfall in den Landeskirchen noch ein bisschen entgegenzutreten. Aber da haben sie gleich den Einführungsartikel von einem Professor Hans Schwarz schreiben lassen, wie verlässlich ist die Bibel? Und also in im Blatt einer konservativen christlichen Vereinigung. Und da hat er geschrieben, ist die Bibel Gottes Wort? Nun steht nirgendwo in der Bibel, dass uns diese direkt von Gott gegeben wäre. Dies ist anders beim Koran, denn nach muslimischem Verständnis wurde dieser von Allah, dem Propheten Mohammed, überliefert. Wenn die Bibel nicht direkt Gottes Wort ist, also nicht von Gott den Menschen sozusagen eingegeben wurde, kann sie dann noch Grundlage unseres Glaubens sein. Und dann versucht er zu retten, was zu retten ist und zu erklären, warum sie trotzdem Grundlage unseres Glaubens sein kann. Aber ich habe mich gefragt, hat er nie diesen schlichten Vers gelesen? Alle Schrift ist von Gott eingegeben und er sagt, nirgendwo in der Bibel steht, dass uns diese direkt von Gott eingegeben wäre. Theopneustos, Gott gehaucht. Wie will man das noch klarer sagen? Das ist, wie gesagt, immer angegriffen worden. Es ist besonders systematisch seit der Aufklärung angegriffen worden. Also Immanuel Kant hat das in Stein gemeißelt, diesen Glauben, dem heute die überwiegende Mehrheit der Intellektuellen folgt. Es kann keine objektive Offenbarung geben. So hat es Immanuel Kant gelehrt. Es kann keine sinnvolle Offenbarung von Informationen aus einer übernatürlichen Sphäre geben. Über Gott, über die Ewigkeit. Wenn man so will, hat Kant den eisernen Vorhang runtergezogen und Gott den Mund verboten. Und im Gefolge der Aufklärung wurde dann die systematische Bibelkritik entwickelt, also die sogenannte historisch-kritische Methode, die eigentlich eine Denkweise, eine Ideologie ist, die Bibel dem Urteil der menschlichen Vernunft unterwirft, so als ob unsere Vernunft fehlerlos sei. Und darum muss sich jede Generation wieder neu fragen, mit wem will ich eigentlich gehen, auf wessen Seite will ich stehen? Will ich auf der Seite von Mose und Jesus und Paulus stehen? Oder will ich auf der Seite von Immanuel Kant und René Descartes und Rudolf Bultmann oder wem auch immer stehen? Jede Generation muss das wieder neu für sich entscheiden. Keine kann sich auf das berufen, was Oma oder Opa mal geglaubt haben. Und die Bibel sagt, wie sie verstanden werden will, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Dieser Satz ist prall gefüllt. Er bedeutet nämlich zuerst mal, die gesamte Bibel ist Gott gehaucht. Die gesamte Bibel, alle Schrift. Also alles, deswegen ja die Frage nach dem Kanon so wichtig. Die gesamte Bibel, also alles, was zum Wort Gottes dazugehört. Man könnte auch übersetzen, jede Schriftstelle. Das gilt natürlich zunächst für das Alte Testament. Aber ich bin sicher, dass Paulus hier auch schon das im Entstehen begriffene Neue Testament meint. Und wir haben dazu ja vorhin genug gesagt, sodass ich das jetzt nicht zu wiederholen brauche. Ich erinnere nur noch mal an die verschiedenen Verse über das Selbstverständnis der Apostel. Wir schreiben hier Gottes Wort. Und deswegen kann Paulus auch mit dieser Emphase, mit diesem Nachdruck sagen, etwa in 1. Thessalonicher 5, 27, ich beschwöre euch, dass ihr diesen Brief lesen lasst vor allen Brüdern. Überlege sich mal, wenn das ein Privatbrief von Paulus gewesen wäre. Hätte er das nie zu sagen gewarnt. Er sagt zu der Gemeinde, ich beschwöre euch, dass ihr diesen Brief lesen lasst. Wie wir sagen würden, hört nicht auf, die Bibel zu lesen. Also, hier ist das Neue Testament mit eingeschlossen, wenn es heißt, alle Schrift. Und das heißt im Ergebnis für uns, die ganze Bibel ist Gott gehaucht. Und die ganze Bibel, das heißt eben nicht nur Johannes 3,16 oder das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Sondern die ganze Bibel, das heißt auch die sprechende Schlange und Jonah, der vom Fisch verschluckt wird und Adam und Eva als erstes geschaffenes Menschenpaar
und die Geschlechtsregister im Alten und im Neuen Testament und die drastischen Geschichten in den Richterbüchern mit Simson und allem, was da gelaufen ist. Die ganze Heilige Schrift. Und dann der zweite Aspekt B, die Wörter der Bibel sind Gott gehaucht. Die Wörter der Bibel. Denn Paulus sagt hier nicht, alle Konzepte der Bibel sind Gott gehaucht oder alle grundlegenden Lehren der Bibel sind Gott gehaucht. Und Paulus sagt auch nicht, die Bibel ist inspiriert, weil sie mich inspiriert. Sondern er sagt, die Definition habe ich auch schon gehört, auch noch andere Bücher, die mich inspirieren. Also Paulus sagt, alle Schrift, die ganze heilige Schrift. Und daher kommt der Ausdruck Verbalinspiration, also Wortinspiration. Paulus sagt ja auch, wir danken dafür, dass ihr das, was wir euch gebracht haben, angenommen habt, als das, was es ist, nämlich nicht Menschenwort, sondern Gottes Wort. Und das war übrigens auch die Überzeugung von Jesus, dass die ganze Bibel wortwörtlich von Gott gegeben war. Darum konnte Jesus manchmal, das ist faszinierend, eine große Argumentation aufbauen auf einer einzigen sprachlichen Beobachtung. Also wenn wir in Matthäus 22, Vers 31 diese Situation nehmen, wo Jesus gegenüber den Sadduzäern beweist, dass es die Auferstehung gibt nach der Bibel, und da baut er seine Argumentation auf der Zeitform des Verbs auf, dass er sagt, Gott ist der Gott der Lebenden und deswegen muss Abraham noch leben, weil Gott nicht der Gott der Toten ist. Und wenn da stünde, Gott ist, war der Gott der Lebenden, dann wäre das nicht der Fall. Also allein auf die Zeitform eines Verbs baut Jesus die gesamte Argumentation auf, mit der er hier begründet, warum Gott die Toten auferweckt. Das konnte er nur tun, weil er davon überzeugt war, dass alle Schrift von Gott eingegeben ist. Oder wenn wir, ich erinnere nochmal an Matthäus 5, Vers 17 bis 19 denken, wo Jesus sagt, es wird nicht ein Häkchen vergehen, geschweige denn ein Buchstabe von dem Wort, das Gott gegeben hat. Also, die gesamte Bibel ist von Gott eingegeben, die Wörter der Bibel sind von Gott eingegeben und dann steckt noch ein drittes drin. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Gott ist der Autor der Bibel. Gott ist die Quelle der Bibel. Und zwar der Wörter der Bibel. Und hier ist es fast so, als ob Paulus zitieren würde aus dem, was der Herr Jesus in Matthäus 4 gesagt hat. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Matthäus 4, Vers 4. Wie geht's weiter? Sondern von einem jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Wo die Bibel spricht, heißt das, spricht Gott. Und einer der großen Theologen Amerikas, Benjamin Warfield, B.B. Warfield, der sich viel mit diesen Fragen der Bibelinspiration auseinandergesetzt hat, der hat es wirklich unüberbietbar auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, when the Bible speaks, God speaks. Wenn die Bibel spricht, spricht Gott. Und wie Gott durch sein Wort die Welt ins Dasein gesprochen hat, so spricht er auch durch sein Wort die Bibel ins Dasein. Und liebe Leute, wenn man all diese Beobachtungen zusammennimmt, die gesamte Bibel ist von Gott eingegeben, die Wörter der Bibel sind von Gott eingegeben, Gott selbst ist hier der Autor, dann folgt daraus unvermeidbar, die Bibel ist irrtumslos. Denn Gott kann nicht lügen. Das sagt er immer wieder. Gott nimmt für sich in Anspruch, die Wahrheit zu sein und die Wahrheit zu sagen. Und deswegen lehrt die Bibel aufgrund dieser Zusammenhänge die Irrtumslosigkeit ihrer selbst. Da sagen Leute, ja, in der Bibel steht auch der Begriff Irrtumslosigkeit nicht. Dann sage ich, ja, sorry, in der Bibel steht auch der Begriff Trinität nicht. Aber in der Sache lehrt die Bibel die Dreieinigkeit. Und genauso lehrt die Bibel in der Sache die Irrtumslosigkeit. Man hat dann versucht, das dadurch aufzubrechen, dass man sagt, ach, das ist nur eine rationalistische Überfremdung des Bibelverständnisses. Also wenn ich da an die Bücher von Heinz-Peter Hempelmann oder anderen denke, die gesagt haben, ihr lasst euch die Frage von den Rationalisten aufzwingen und nur weil die Fehler in der Bibel zu finden behaupten, haltet ihr dagegen und kommt jetzt plötzlich mit dieser rationalistischen Kategorie der Irrtumslosigkeit. Aber so ist es ja nicht. Es ist ja nicht so, dass am Anfang die Frage der Bibelkritik steht, sondern am Anfang steht die Behauptung der Bibel.
die für sich in Anspruch nimmt, vollkommen wahr zu sein. Gott ist absolut wahr. Und dann kommt die Bestreitung durch die Bibelkritik. Und wir gehen wieder zur Bibel zurück, wenn wir diese Bestreitung ablehnen und widerlegen und sagen, nein, Gott hat gesagt, dass es irrtumslos ist. Es ist also nicht so, dass sozusagen das erste Wort die Bibelkritik spricht und wir lassen uns diese rationalistische Kategorie aufzwingen, sondern das erste Wort spricht Gott und er sagt, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Und dann kommt die Infragestellung durch die Bibelkritik und dann nehmen wir das Wort Gottes wieder auf und sagen, nein, und es ist doch wahr. Und die Bibel hat eben keinen gebrochenen Wahrheitsbegriff. Und eines der wichtigsten Dokumente der jüngeren Kirchengeschichte ist deshalb die Chicago-Erklärung zur Irrtumslosigkeit der Bibel gewesen, 1978. Und es war wirklich ein historisches Ereignis, das jetzt John MacArthur Anfang März wieder gerufen hat zu einem erneuten Gipfel zur Bekräftigung der Irrtumslosigkeit der Bibel. Und alle kamen, und R.C. Sproul und Mola und viele andere, Ian Murray, der Biograf von Martin Lloyd-Jones. Und sie haben sich alle eingereiht dahinter und haben daran erinnert. Und wir haben mit ca. 5000 Pastoren diese Konferenz bestritten. Es war schon eine sehr bewegende Sache. Und Al Mola hat das dann an einem Abend in seiner Rede so schön gesagt. Er hat gesagt, dass wir in so großer Zahl zusammenkommen, stärkt die Richtigen und wird auch die Richtigen irritieren, die es irritieren sollte. Und ich will nur noch mal erinnern an das, was die Chicago-Erklärung zum Thema Irrtumslosigkeit der Bibel sagt. Wir bekennen, heißt es in Artikel 9, dass die Inspiration den Schreibern zwar keine Allwissenheit verlieh, aber wahre und zuverlässige Aussagen über alle Dinge machte. Wir verwerfen die Auffassung, dass die Begrenztheit dieser Schreiber notwendigerweise Fehler in Gottes Wort eingeführt hat. Oder Artikel 12. Wir bekennen, dass die Schrift in ihrer Gesamtheit irrtumslos und damit frei von Fehlern, Fälschungen oder Täuschungen ist. Und nochmal Artikel 13. Wir bekennen, dass es angemessen ist, Irrtumslosigkeit als theologischen Begriff für die vollständige Zuverlässigkeit der Heiligen Schrift zu verwenden. Dem ist nichts hinzuzufügen. Und ich denke, das Reformationsjubiläum 2017 ist für uns in Deutschland auch eine Chance, dieses Thema nochmal ganz offensiv aufzugreifen und uns wieder zur Irrtumslosigkeit der Bibel zu bekennen. Es ist übrigens bezeichnend, dass etwa die Glaubensbasis der Deutschen Evangelischen Allianz nie dazu bereit war, diesen Schritt zu gehen. Man hat sich nur bekannt zur Unfehlbarkeit der Bibel in allem, was sie lehrt über Glauben und Leben. Aber das war eine ganz bewusst gemachte Einschränkung. Also die Bibel ist unfehlbar in dem, was sie über Glauben und Leben lehrt, Klammer auf, aber nicht irrtumslos in dem, was sie etwa über die Geschichte sagt, Klammer zu. Die Evangelische Allianz in Deutschland hat sich nie zur Irrtumslosigkeit der Bibel bekannt. Und ich denke, was für ein Gewicht diese Erklärung hat, sieht man auch daran, dass die FTH in Gießen, als sie jetzt diese vor einigen Jahren die Akkreditierung angestrebt hat als allgemein anerkannte Hochschule, vom Wissenschaftsrat dazu gezwungen wurde, die Chicago-Erklärung aus ihren Grundlagen zu entfernen. Und die FTH, ja, ich sage mal, hat diesen Schritt getan. Sie hat gesagt, ja, wir formulieren das dann eben anders und sagen das Gleiche, aber Chicago ist eben ein Symbol. Und der Wissenschaftsrat hat dann folgende Erklärung abgegeben. Also ich verrate hier keine Geheimnisse. Das kann man überall im Internet nachlesen. Stellungnahme zur Akkreditierung der FTA Gießen. Da sagt der Wissenschaftsrat Folgendes. Die FTA bekennt sich in ihrer Glaubensbasis zwar unverändert zur göttlichen Inspiration der Heiligen Schrift, ihrer völligen Zuverlässigkeit und Autorität in allen Fragen des Glaubens und der Lebensführung. Klammer auf, die Allianzformulierung, Klammer zu. Ein unbedingtes Festhalten an der Irrtumsfreiheit der Heiligen Schrift, wie sie in der sogenannten Chicago-Erklärung zur Irrtumslosigkeit der Bibel behauptet ist, wird von der FTA inzwischen nicht mehr als exklusiver Maßstab der Schriftauslegung verstanden. Die FTA hat damit die notwendigen Voraussetzungen für ein wissenschaftliches Arbeiten geschaffen. Also daran sieht man, welches Gewicht diese Erklärung hat, dass der Wissenschaftsrat gesagt hat, entweder ihr kriegt die Akkreditierung nicht oder ihr opfert Chicago.
dann hat man Chicago geopfert. Also hier sehen wir, welche gravierenden... Und die Bibel sagt, nein, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Die Bibel ist Gott gehaucht. Und das führt uns zu einer zweiten Frage, nämlich, wie gehen wir dann aber mit den vermeintlichen Widersprüchen der Bibel um? Das wäre der zweite Punkt. Gibt es hier irgendwas zum Abwischen? Ja, das ist eine gute Idee. Taschentuch hätte ich auch gehabt, ja. Super. Denn das ist eine Frage, die sich dann zwangsläufig stellt. Wir müssen ganz klar sehen, warum lehren wir die Irrtumslosigkeit? Wir lehren die Irrtumslosigkeit nicht, vielen Dank, weil wir gewissermaßen alle denkbaren Phänomene abgecheckt haben und richtig begründet haben. Und dann ziehen wir einen Strich und sagen, ja, also deswegen können wir die Irrtumslosigkeit der Bibel bekennen. So herum läuft es nicht. Sondern wir bekennen die Irrtumslosigkeit der Bibel, weil die Bibel das von sich selber sagt. Und weil es die schlüssige Konsequenz aus dem ist, was Gottes Offenbarung uns mitteilt. Dass ein absolut wahrer, unfehlbarer Gott, der nicht lügt, uns in der Bibel sein Wort gegeben hat. Punkt. Und von daher stellt sich dann die Frage, was aber wird mit den vermeintlichen Widersprüchen in der Bibel? Und nun gibt es ja... auch viele evangelikale Theologen, die sagen, das ist ja gar kein Problem, Gott wird eben Mensch. Und wenn Gott Mensch wird und in diese weltlichen Dinge eingeht, zum Menschsein gehört eben Fehlerhaftigkeit. Und deswegen ist es auch überhaupt kein Problem, ganz normal, dass die Bibel Fehler enthält. Aber dann müsste man konsequenterweise sagen, dann hätte Jesus auch sündig sein müssen, denn in Jesus ist Gott Mensch geworden. Aber Jesus war ohne Sünde, wie die ganze Bibel immer wieder behauptet. Was bedeutet jetzt wirklich, wirklich Bibeltreue? Und da muss man zunächst mal sagen, wie die Bibel Wahrheit versteht. Und auch da möchte ich mit einem weit verbreiteten Missverständnis aufräumen, dass immer gesagt wird, ja, Wahrheit ist ein Beziehungsbegriff. Und bei Wahrheit geht es nicht um sowas Schnödes wie Fakten oder Argumente oder Sachverhalte, sondern bei Wahrheit geht es um gegenseitiges Vertrauen. Nun, in der Bibel wird das nicht gegeneinander ausgespielt. Die Bibel hat wirklich einen ganzheitlichen Wahrheitsbegriff, der sowohl die Fakten als auch die Ebene des persönlichen Vertrauens umfasst. Auch schon im Alten Testament. Also lassen Sie sich bitte nicht einreden, Emet, also der hebräische Begriff für Wahrheit, sei nur ein Relationsbegriff und kein Begriff, bei dem es um sachliche Richtigkeit geht. Das stimmt schlichtweg nicht. Sondern der biblische Wahrheitsbegriff schließt wirklich auch die Frage der Fakten ein und ist unteilbar. Und von daher muss man jetzt weiter fragen, ja, warum stören uns vermeintliche Widersprüche eigentlich? Liegt es daran, dass wir so störrisch und rebellisch sind und dass wir mit unserer verbohrten Logik so ungläubig sind? Hat das was mit Aristoteles zu tun, der bestimmte Grundprinzipien der Logik beschrieben hat, dass wir Aristoteles mehr glauben als Gott? Nein, sorry, man muss schlichtweg sagen, dass die Frage von Stimmigkeit und Widerspruchsfreiheit nichts ist, was Aristoteles erfunden hat, sondern was Gott als eine Grundstruktur in die Schöpfung eingefügt hat. Aristoteles hat dann manches von dem, was Gott in die Schöpfung reingelegt hat, wiedergefunden und auf ein paar ganz brauchbare Prinzipien gebracht an vielen Stellen. Aber Aristoteles hat... den Satz von der Widerspruchsfreiheit zwar definiert, aber er hat diesen Sachverhalt nicht erfunden, sondern das ist schöpfungsgegeben. Ja, dass sich unser Denken gegen das Akzeptieren von vermeintlichen Widersprüchen sträubt, hängt mit der logischen Struktur zusammen, die Gott in die Schöpfung gelegt hat. Sie können um 21.08 Uhr nicht gleichzeitig hier sitzen und im Stadion des 1. FC Köln. Spielen heute Abend auch gar nicht, aber das geht nicht. Und das liegt nicht an Aristoteles, sondern an der Schöpfung. Das gehört zur Grundstruktur dessen, wie Gott das Leben geschaffen hat. Ich nenne das gerne die praktische Antithese oder diese Entweder-Oder-Struktur in den alltäglichen Zusammenhängen. Das ist nicht rationalistisch, sondern das ist von Gott gegeben. Und daraus speisen sich dann eben auch bestimmte Grundregeln der Logik. Ich nenne jetzt nur mal zwei Beispiele. Die eine Grundregel der Logik ist der Satz vom Widerspruch. Also A ist nicht A. Ja?
Also Herr Friedrich saß am 12. März 2015 um 19 Uhr in seinem Wohnzimmer. Und Herr Friedrich saß am 12. März 2015 um 19 Uhr im Kölner Stadion. Geht nicht. Das ist ein Widerspruch. Beide Aussagen können nicht gleichzeitig wahr sein. Oder anderes Beispiel, der Satz vom ausgeschlossenen Dritten. Er sagt, A ist entweder gleich B oder gleich nicht B. Eine dritte Möglichkeit gibt es nicht. Und da müssen wir sagen, Herr Friedrich saß am 12. März um 19 Uhr in seinem Wohnzimmer. Oder Herr Friedrich saß am 12. März um 19 Uhr nicht in seinem Wohnzimmer. Das eine ist B und das andere ist nicht B. Und es gibt keine dritte Möglichkeit. Wenn Sie die finden, könnte Nobelpreis für Philosophie gewinnen. Herr Friedrich saß um 19 Uhr in seinem Wohnzimmer oder Herr Friedrich saß um 19 Uhr nicht in seinem Wohnzimmer. Tertium non datur. Es gibt keine dritte Möglichkeit. Das gehört zur logischen Grundstruktur. Und das hat etwas damit zu tun, dass wir sachliche Widersprüche als unwahr empfinden. Einschränkung: Wir müssen immer bedenken, dass unser geschöpfliches Denken vom Sündenfall betroffen ist. Wir nicht immer alles kapieren. Das heißt, dass wir Dinge möglicherweise als widersprüchlich empfinden, die nicht widersprüchlich sind. Das müssen wir in Rechnung stellen. Und wir müssen aufpassen, dass wir diese Regeln der Alltagslogik nicht zu einem universalen System überdehnen, mit dem wir die gesamte Wirklichkeit erklären wollen. Am Ende noch Gott selbst. Das geht nicht. Also wir können uns irren und wir können nicht mit dieser Alltagslogik die gesamte Wirklichkeit erklären. Das sind die Einschränkungen. Aber ansonsten müssen wir sagen, wenn es um geschichtliche, alltägliche Vorgänge geht, dann ist das wirklich ein echter Gegensatz. Wahrheit oder Widerspruch. Und das heißt, wenn die Bibel für sich beansprucht, wahr zu sein, dann können wir von der Bibel erwarten, dass sie keine Widersprüche in diesem von mir definierten Sinne enthält. Das hat etwas mit der Irrtumslosigkeit der Bibel zu tun und nicht mit unserem Rationalismus. Weil die Bibel den Anspruch erhebt, umfassend wahr zu sein, ist zu erwarten, dass sie keine Widersprüche in diesem genannten Sinne enthält. Und das ist nun wichtig für unseren Umgang mit der Bibel. Wir können nicht einfach sagen, sind eben menschliche Worte und da gibt es eben mal den einen oder anderen kleinen Aussetzer. Sondern es ist unsere Aufgabe, mit 2. Timotheus 3, Vers 16 zu bezeugen, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Das heißt, alle Schrift ist umfassend wahr. Und Jesus hat gesagt in Johannes 10, Vers 35, die Schrift kann nicht gebrochen werden. So. Aber was heißt das jetzt? Was heißt das jetzt für den Umgang mit dem, was wir vermeintlich als Widersprüche wahrnehmen? Was sollen wir damit machen? Offensichtlich können wir nicht einfach sagen, stimmt eben nicht. Wie können wir damit umgehen? Ich möchte ein paar Beispiele bringen. Ein Beispiel, mit wie vielen Eseln zog Jesus in Jerusalem ein? Esel in Jerusalem. Da gibt es auf den ersten Blick zwei unterschiedliche Befunde. Nämlich Markus 11, Lukas 19 und Johannes 12. reden von einem Esel. Und Matthäus 21, Vers 7 spricht beim Einzug Jesu nach Jerusalem von zwei Eseln. Sie brachten die Esel hin und das Füllen. Auf den ersten Blick ein Widerspruch, scheinbar. Wie kommt es zu dieser Differenz? Nun, so schwierig ist es eigentlich gar nicht. Während Markus, Lukas und Johannes nur das bis dahin unbenutzte Fohlen erwähnen, auf dem Jesus in Jerusalem einreitet, findet sich bei Matthäus, der eben auch als Augenzeuge dabei war, einfach eine zusätzliche Information, nämlich, dass die Eselsmutter auch mit dabei war. Das ist alles. Es wird nicht gesagt, dass Jesus auch auf diesem zweiten Tier reitet, sondern es ist zu bedenken, dass so ein junges Tier im Trubel der gestellten Ereignisse sich offensichtlich ruhiger verhält, wenn das Muttertier in der Nähe ist. Und wir müssen einfach sehen, dass beide Seiten schildern unterschiedliche Aspekte. Die einen bringen die vollständige Situation und sagen, da waren zwei Tiere auf einem Ritter, das andere war dabei. Und Matthäus beschränkt sich eben auf das eine Tier, das auf dem Jesus reitet. Matthäus sagt nicht, und es war kein weiteres Muttertier dabei. Das wäre ein Widerspruch.
Aber so liegt überhaupt nicht der Ansatz eines Widerspruchs vor. Man denke nur an zwei mögliche Berichte über ein und dasselbe Fußballspiel. Ja? Die Zeitung A konzentriert sich auf die Torschützen und auf den Spielverlauf und auf das Endergebnis. So, und Bericht B sagt eben auch noch, was sich parallel dazu auf der Trainerbank ereignet hat. Wer da wem einen über die Rübe gehauen hat oder welche fiesen Symbolhandlungen da noch passiert sind und so weiter. Das heißt, das ist aber kein Widerspruch. Der eine Bericht konzentriert sich auf die Vorgänge auf dem Spielfeld selber und der andere bringt zusätzlich noch den Rahmen dessen, was außerdem passiert. Also wir müssen einfach fragen, worum geht es und was wird gesagt? Zweites Beispiel. Wir kennen die Versuchungsberichte bei Matthäus 4 und bei Lukas 4. Und wir sehen dort, dass was bei Matthäus die zweite Frage und Antwort ist, bei Lukas die dritte ist und umgekehrt. Was bei Matthäus die dritte ist, ist bei Lukas die zweite. Und wieder sagt man auf den ersten Blick, ja, ist ein Widerspruch. Also es kann ja Matthäus oder Lukas, einer von beiden, kann ja nur recht haben. Der andere muss sich geirrt haben. Wenn wir davon ausgehen, dass die Bibel als Ganze wahr ist, werden wir genauer hingucken und werden wir was zunächst mal fragen müssen. Wollen beide überhaupt die Reihenfolge schildern? Und dann gucken wir uns den Text genauer an und stellen fest, dass bei Matthäus Konjunktionen verwendet werden, die eine Reihenfolge beschreiben, bei Lukas hingegen gar nicht. Sondern bei Lukas haben wir immer nur und. Und so schildert Lukas, Lukas erhebt nicht den Anspruch, an dieser Stelle die Reihenfolge zu schildern. Das ist genauso, ich verwende dieses Beispiel gerne, wie Sie von einem Festmenü auf zwei verschiedene Weisen berichten können. Vielleicht sind Sie ein Fan von Rehkeule und es gab Rehkeule. Dann sagen Sie, es gab Rehkeule bei dieser Hochzeit. Und im Übrigen noch eine Grießsuppe als Vorsuppe und rote Grütze zum Nachtisch. Das ist eine Möglichkeit. Das ist die Möglichkeit, die Lukas hier in dem Fall wählt. Sie können aber auch sagen, es gab ein wunderbares Hochzeitsmenü, es fing mit dieser Grießsuppe an, gut, die habe ich über mich ergehen lassen. Und dann kam die Rehkeule und am Ende die rote Grütze. Das heißt, Sie erheben dann den Anspruch, eine Chronologie zu schildern. Das wäre die Matthäus-Variante an dieser Stelle. Aber niemand käme auf die Idee, zwischen diesen beiden Schilderungen einen historischen Widerspruch zu konstruieren. Wir müssen genau hinschauen, was wollen die Texte wirklich sagen. Lukas sagt, Jesus wurde 40 Tage in der Wüste versucht. Matthäus berichtet dann von den konkreten Attacken des Teufels nach diesen 40 Tagen, nämlich in Form dieser drei Fragen. Auch das ist kein Widerspruch. Lukas macht deutlich, dass diese ganze Zeit eine Versuchungszeit für Jesus war. Und Matthäus hebt hervor, dass nachdem diese Zeit abgelaufen und Jesus ohnehin schon körperlich geschwächt war, der Teufel dann zum Generalangriff ansetzte, indem er nach diesen 40 Tagen diese drei gezielten Aufforderungen an Jesus gerichtet hat, denen Jesus übrigens entgegentrat mit dem Verweis, worauf? Auf die Wirksamkeit der Heiligen Schrift. Es steht geschrieben. Also, kein Widerspruch. Und Sie sehen, wie hilfreich für ein differenziertes Verstehen diese Voraussetzung ist, dass die Bibel irrtumsfrei ist. Denn dadurch gehen wir mit viel mehr Geduld an die Texte ran. Dadurch schauen wir viel genauer hin. Und ich möchte ein drittes und für heute letztes Beispiel an dieser Stelle noch bringen. Und das ist diese eigenartige Schilderung der Bekehrung des Paulus in der Apostelgeschichte. Wie oft schildert Paulus in der Apostelgeschichte seine Bekehrung? Dreimal, genau. Kapitel 9, Kapitel 22, Kapitel 26. Und nun ist es hochinteressant, wie sich diese Berichte auf den ersten Blick zu widersprechen scheinen. In Apostelgeschichte 9, Vers 7 heißt es, die Begleiter hörten wohl die Stimme, aber sie sahen keinen. Also schreiben wir es mal auf. 9, 7. Sie hörten, aber sahen. Was steht da? Sie sahen niemanden. Ne? Sie sahen niemanden, genau. So, jetzt nehmen wir
den zweiten Bericht ins Kapitel 22. Da steht, sie sahen zwar das Licht, aber sie hörten keine Stimme. Also, nicht Stimme hören, aber sehen. Nicht Stimme hören, aber sehen. Das heißt auf den ersten Blick ein Widerspruch. Sie hörten, aber sie sahen niemand. Sie hörten nicht, aber sie sahen. Ja, was war denn nun? Wie hat sich's denn nun vollzogen? Und jetzt müssen wir genauer mal hinschauen, was sie denn nun gehört haben und was sie nicht gehört haben. Denn wenn man es gründlich liest, dann sieht man, was hörten sie? Sie hörten ein Geräusch. Da brauche ich einen besseren Farbe. Sie hörten ein Geräusch, einen Klang. Aber was hörten sie nicht? Wörter. Der Begriff, der hier steht, meint, sie hörten keine Wörter. Sie hörten ein Geräusch, aber sie hörten keine Wörter. Und was sahen sie und was sahen sie nicht? Sie sahen niemanden, heißt, sie sahen keinen Menschen. Was aber sahen sie laut 22,9? Sie sahen ein Licht. So, da haben wir jetzt schon mal zunächst einen hochinteressanten Befund. Was hörten sie und was sahen sie? Sie hörten ein Geräusch, aber keine Stimme. Sie sahen keinen Menschen, aber sie sahen ein Licht. Eine hochdifferenzierte Schilderung. So, und das ist, es wird noch differenzierter. Beim Hören in Kapitel 9 steht für Stimme Phoné mit Genitiv. Und Phoné mit Genitiv meint eben ein Geräusch, ein ungeordnetes Hören. Hier im Kapitel 22, Vers 9, steht Phoné mit Akkusativ. Und Phoné mit Akkusativ bezeichnet ein konkretes Hören von Inhalten. Warum zeige ich das so ausführlich? Weil es noch die dritte Variante gibt, nämlich in Kapitel 26, Vers 14. Da sagt Paulus, dass er etwas hörte, nämlich eine Stimme. Er hörte eine Stimme. Und Paulus macht deutlich, dass er wirklich Worte hörte, die diese Stimme redet. Und was meinen Sie, welcher Kasus steht da? Natürlich Akkusativ. Und damit macht Paulus, haben wir ein vollkommen differenziertes Bild. Die Begleiter von Paulus hören keine Wörter, Akkusativ. Im Gegensatz zu Paulus, der Wörter hört. Was hören aber seine Begleiter? Sie hören ein Geräusch, eine Stimme. Was sehen seine Begleiter? Sie sehen das grelle Licht, was kommt. Was sehen sie aber nicht? Konkrete Menschen. Das heißt, wir haben hier drei verschiedene Texte, die bei oberflächlicher Betrachtung Kraut und Rüben völlig gegensätzliche Dinge erzählen. Und wenn wir uns die Mühe machen, die Grammatik genau anzuschauen, nach den jeweiligen Objekten zu gucken, was hören Sie hier, was hören Sie nicht, wen sehen Sie, was sehen Sie nicht, dann wird plötzlich ein hochdifferenziertes Bild vor unseren Augen deutlich, dass wir die ganze Szene vor Augen haben. Die Begleiter hören ein Geräusch, sehen ein Licht, nicht mehr. Sehen keinen Menschen, hören keine Wörter. Paulus aber hört genau, was die Stimme zu ihm spricht. Zu diesem Ergebnis, liebe Leute, kommen wir aber nur, wenn wir wirklich voraussetzen, was die Bibel über sich selbst sagt, nämlich dass sie irrtumslos ist. Und das heißt, dass jedes Wort, jeder Satz, jede grammatikalische Wirklichkeit, die uns dort begegnet, wenn ich das so sagen darf, ihre Bedeutung und ihren Sinn hat und dass alle Schrift von Gott eingegeben ist. Und ich denke, diese Beispiele sind ja nur
einige von vielen anderen denkbaren, die zeigen uns, dass es sich lohnt, dass es auch, ich sage mal, dass es auch wissenschaftlich oder heuristisch fruchtbar ist. Das ist kein Beweis für die Wahrheit dessen. Aber dass es auch fruchtbar und differenzierungsfördernd ist, die vollkommene Wahrheit der Bibel wirklich zu glauben. Und dass wir dadurch, dass wir das glauben, nicht dümmer werden, nicht irgendwie oberflächlich vordergründig werden, sondern dass wir umso differenzierter zu analysieren und zu erkennen in der Lage sind. Also, und deswegen möchte ich nochmal sehr viel Mut dazu machen, das nicht zu akzeptieren, wenn behauptet wird, es seien Widersprüche in der Bibel. Das bedeutet nicht, dass wir uns anmaßen, jeden einzelnen vermeintlichen Widerspruch auf diese Weise im Handumdrehen sofort auflösen zu können. Manchmal fehlen uns einfach bestimmte Hintergrundinformationen. Wir wissen ja nicht alles. Wir waren ja nicht dabei. Und deswegen muss man sagen, es ist auch nicht schlimm, wenn wir nicht jede vermeintliche Problematik gleich auflösen können. Wissen Sie, Lessing hat seinerzeit versucht, das Vertrauen der Leute in das Neue Testament dadurch zu zerstören, dass er die vermeintlichen Widersprüche in den Auferstehungsberichten populär zu machen versuchte. Und es ist nicht von der Hand zu weisen, was der Bibelkritiker Reimarus im 18. Jahrhundert so formuliert hat. Er hat gesagt, wenn eine vorgegebene Offenbarung etwas enthält, das sich selbst klar und deutlich widerspricht, so mag auch ein Engel vom Himmel ein solches Evangelium predigen, wir können ihm dennoch unmöglich glauben. Das ist wenigstens ehrlich. Und Lessing hat versucht, das Vertrauen in die Zuverlässigkeit der Bibel dadurch endgültig zu erschüttern, dass er die vermeintlichen Widersprüche der Osterberichte zu beweisen versucht. Die Theologie hat sich weitgehend zurückgezogen und gesagt, die Evangelisten wollen ja gar nicht, sondern sie wollen bezeugen, dass Jesus auferstanden ist, was immer das heißt. Und sie erheben gar nicht den Anspruch darauf, dass das nun alles so genau stimmig ist und zusammenpasst. Es passt aber zusammen. Es passt zusammen, wenn man einfach bestimmte Grundregeln kennt und berücksichtigt, mit denen Historiker im ersten Jahrhundert gearbeitet haben. Und es lohnt sich. Ich überlege eventuell die Ostersonntagspredigt in diesem Jahr so zu gestalten, dass ich einfach den Zusammenhang der verschiedenen Osterberichte erkläre. Es lohnt sich zu gucken, genau zu erforschen, wie war die Geografie damals in Jerusalem, soweit wir das rekonstruieren können. Was ist mit dem Prinzip der selektiven Zeugenbenennung und so weiter. Und wenn man diese Zusammenhänge ernst nimmt, dann kann man erkennen und kann auch zeigen, dass die Berichte sich überhaupt nicht keine Widersprüche zwischen den biblischen Ostertexten. Und dazu möchte ich wirklich ermutigen, dass wir einfach nicht vorschnell die Segel streichen und uns dann gewissermaßen aus der Bredouille herauszuziehen versuchen, indem wir sagen, so ein paar Fehler in der Bibel sind drin, dabei ist Menschen geschrieben. Sondern wir sind gebunden an die Zuverlässigkeit der Heiligen Schrift. Und Gott hat uns auch die Verheißung gegeben, dass er uns helfen wird, sein Wort zu verstehen. Und wissen Sie, meine Erfahrung ist die, es haben sich schon so viele Dinge aufgelöst. Ich studiere die Bibel seit Jahrzehnten. Und je länger ich sie studiere, umso überzeugter bin ich davon, dass sie durch und durch wahr ist. Manchmal brauchte man einfach nur eine historische Zusatzinformation, um bestimmte Zusammenhänge klarer zu sehen. Und es steht uns nicht zu, das Wort Gottes zu kritisieren. Es steht uns nicht zu, uns zum Richter über die Bibel zu machen. Sondern wir sollten gehorsam so lange suchen und so lange warten, bis Gott uns die Lösung gezeigt hat. Es gibt keinen Widerspruch zwischen dem Stammbaum Jesu bei Matthäus und Lukas. Den gibt es nicht, definitiv. Und so kann man jetzt Punkt für Punkt in diesem Sinne gewissermaßen abschreiten. Und wir sind nicht Gottes Advokaten. Wir müssen nicht auf jede Problemstellung postwend sofort die brillante Paradeantwort bereit haben. Aber wir sind von unserem Herrn dazu aufgefordert, ihm zu vertrauen. Und uns in sein Wort reinzuknien und es auch gegen Angriffe zu verteidigen. Und deshalb plädiere ich sehr stark dafür, lassen wir es nicht zu. Lassen wir es nicht zu, dass dem Kostbarsten gegenüber, was wir jemals an Literatur in den Händen halten können, dem Wort des lebendigen Gottes selbst, das er uns durch seine Apostel gegeben hat, dass diesem Wort einfach Fehler und Widersprüche untergeschoben werden, so
bloß weil man vielleicht bestimmte Informationen noch nicht hat oder auch weil man bestimmte Texte nicht gründlich genug gelesen hat. Ich möchte auf die Zielgerade kommen. Also, wir haben diese beiden Punkte, wäre meine Hoffnung und mein Wunsch und mein Gebet, dass das haften bleibt. Was ist die Bibel? Die Bibel ist wirklich das Wort Gottes. Die Bibel ist durch und durch das Wort Gottes, die ganze Bibel, jedes Wort, das in den Urschriften gegeben ist, die Bibel ganz von Gott gehaucht. Wo die Bibel spricht, spricht Gott. Und das andere, von daher dürfen wir auch Gott vertrauen, dass diese Bibel keine Widersprüche enthält. Und es ist nicht recht, wenn wir das dem Wort Gottes unterstellen, bloß weil wir bestimmte Dinge noch nicht verstanden haben. Zum Schluss möchte ich einfach nochmal den Vers 17 vorlesen, worauf das in 2. Timotheus 3 hinausläuft. Warum hat Gott uns die Bibel gegeben? Warum hat Gott uns auch die Information über die Irrtumslosigkeit gegeben? Er hat sie uns nicht gegeben, damit wir sie gewissermaßen wie in so eine Glasvitrine in unserem Gemeindehaus stellen und sie dort in Ruhe vor sich hinstauben lassen und uns dann ganz beruhigt fühlen und sagen, wir glauben ja an die Irrtumslosigkeit der Bibel oder wir gehören zu einer Gemeinde, in der die Irrtumslosigkeit der Bibel gelehrt wird. Und das stellen wir dann in die Vitrine im Vorraum und da verstaubt diese Wahrheit wie so ein altes Bild. Sondern wenn wir das wirklich glauben, dass die Bibel das wahre Wort Gottes ist, dann greift Gott damit nach unserem Leben. Da zielt er damit auf Konsequenz in unserem Leben. Und Paulus schreibt ja, wozu die Bibel gegeben ist. Sie ist nützlich zur Belehrung, also um uns die ganze Wahrheit zu zeigen, zur Überführung nämlich von Schuld, so zur Rechtweisung, also zur Besserung könnte man auch übersetzen und zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Also Gott zeigt uns damit die Wahrheit, er überführt uns von unserer Sünde, er hält uns damit einen Spiegel vor, in dem wir sehen, was Gott sowieso immer in uns sieht an Schuld. Aber Gott belässt es nicht bei diesem Entlarven, sondern er zeigt uns durch die Bibel dann auch den Weg der Besserung, den Weg zur Vergebung und den Weg auch, wie wir frei werden können von Schuld und falschen Dingen in unseren Gedanken und Handlungen. Und dann setzt er uns auf den Weg nach vorne und er zieht uns in der Gerechtigkeit. Das heißt, er führt uns immer mehr zu einem Leben, das uns Jesus ähnlicher machen soll. Und das Ergebnis ist dann Vers 17, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei zu jedem guten Werk, völlig ausgerüstet. Darauf zielt die Bibel, in deinem Leben und in meinem Leben, dass wir mit unserem Leben dem Herrn zur Verfügung stehen, dass wir ihm mit vollem Einsatz dienen. Dazu hat Jesus uns bekehrt. Jesus hat uns nicht dazu bekehrt, dass wir im Grunde genommen nach unserem Christwerden bis ans Ende unserer Erdentage so weiterleben wie vorher. Nach dem Motto, vorher war ich ein unbekehrter Egoist und nachher bin ich ein bekehrter Egoist. Sondern er hat den Anspruch, uns zu verändern mit seinem Wort. Und er hat uns die irrtumslose Bibel nicht gegeben, damit wir ab und zu mal darin lesen, am Sonntag eine Predigt daraus hören und uns darüber freuen, zu einer Gemeinde zu hören, die die Irrtumslosigkeit der Bibel lehrt. Kann man sich auch drüber freuen. Aber er hat sie uns gegeben, um uns dadurch zu verändern, um uns von unserer Schuld zu überführen, um uns die ganze Wahrheit zu zeigen, um uns zu bessern und um uns zu einem Leben zu erziehen, das ihm wohlgefällt. Also er hat sie uns gegeben, damit wir Jesus ähnlicher werden. Und ich will das nochmal ganz deutlich sagen. Das Bekenntnis zur Irrtumslosigkeit der Bibel wird uns zur Sünde, wenn wir die Bibel nicht anwenden. Denn dann leben wir so, als ob wir sagen würden, ja, ich glaube, dass Gott das gesagt hat, aber ich mache es trotzdem. Dann besser nicht glauben, dass die Bibel irrtumslos ist. Dann ist das Nicht-Gehorchen, Nicht-Tun nicht so schlimm, als wenn wir sagen, ich glaube, das ist Gottes irrtumsloses Wort. Und ich mache trotzdem mein eigenes Ding. Und überlegt mal, was hat Jesus dann gesagt im Missionsbefehl? Er hat gesagt, macht sie über alle Völker. Das heißt, führt sie alle zur Bekehrung zu Jesus und lehrt sie, haltet alles, was ich euch geboten habe. Das heißt, das ist Nachfolge. Wir werden nicht dadurch in den Himmel kommen, dass wir halten, was er uns geboten hat. Aber wenn wir seine Kinder sind, wenn wir durch Jesus gerettet sind, dann wird das uns unser Leben massiven Einfluss haben. Und dann wird das uns auch verändern. Zwei Beobachtungen, bevor ich zum Schluss komme. John MacArthur predigt ja in einer sehr großen Gemeinde, jeden Sonntag dort in Los Angeles. Und dann geben sie den Leuten Sermon Notes. Das heißt, die Leute bringen in der Regel ihre Bibel mit,
Teilweise, es liegen auch Pulpit-Bibeln da, also in den Bänken, da kann man sich, wenn man keine eigene mit hat, eine nehmen. Und dann gibt es Sermon Notes, wo die Leute motiviert werden sollen, mitzuschreiben. Und am Ende, jeweils am Schluss. Und diese Aufforderung lautet schlicht und einfach, be a doer, also sei ein Täter. Und dann heißt es dort, eure Verantwortung ist es, durch Gottes Befähigung regelmäßig die göttlichen Prinzipien, die ihr heute gehört habt, in eurem Leben anzuwenden. Und darum, denkt drüber nach, über das Gehörte, und stellt euch selbst diese Fragen. Wie will Gott meinen Glauben und meine Handlung verändern durch das, was ich gehört habe? Was kann ich zu dieser Veränderung beitragen? Und drittens, was ist der erste Schritt, der mich dieser Veränderung näher bringt? Also die Leute machen ihre Predigtnotizen und stehen dann jeden Sonntag am Ende vor derselben Frage, beziehungsweise vor derselben Aufforderung. Vor derselben Aufforderung, ist noch nicht so lange her. Be a doer. So. Und dann komme ich zurück, zu unseren alten Freunden, die dort in Südkalifornien zu einer Gemeinde gehören. Und wir haben über die Zusammenhänge natürlich geredet und haben uns erzählt, ja, wenn bei uns ein neues Gemeindeglied aufgenommen wird, dann wird das vorne vor den anderen da begrüßt. Und dann sagt unser Pastor denen in der Regel, nachdem sie aufgenommen worden sind, folgenden Satz: And now get busy. Und jetzt legt los, ja? Jetzt legt los. Jetzt bringt euch ein. Jetzt dient dem Herrn. Und das ist für uns alle immer wieder die Frage: Bin ich schon busy geworden? Diene ich wirklich dem Herrn? Darauf zielt Gottes irrtumsloses Wort. Und Gott ist nicht wie unser Prüfer in der Schule, der uns einen Standard vorgibt und dann kritisch zuschaut, wie wir mit diesem Standard umgehen und wie weit wir hinter ihm zurückbleiben. Sondern Gott ist vielmehr wie unser Trainer, der uns anleitet, der uns coacht. Gott ist wie unser Mannschaftsarzt, der unsere Wunden verheilt und unsere Verletzungen auskuriert und uns fit macht, um ihm zu dienen. Und Gott ist wie unser Mannschaftskoch, der dafür sorgt, dass wir ordentlich ernährt werden, dass wir ordentlich geistlich ernährt werden, um in diesem Kampf des Glaubens bestehen zu können. Und deswegen sagt Paulus, wenn du das Wort Gottes hast, dann bist du vollständig ausgerüstet und dann kannst du wirklich aus dem Vollen schöpfen. Ich schließe mit einem ermutigenden Beispiel, an dem diese Dynamik so gut erkennbar ist, dass wenn einer wirklich der Bibel glaubt, dass er dann auch in seinem Leben davon wirklich umgepflügt und verändert und angetrieben wird. Dieses ermutigende Vorbild ist William Tyndale. Noch viel zu wenig bekannt bei uns. Er war ein Zeitgenosse Martin Luthers. William Tyndale, der wesentlich dazu beitrug, die Reformation in England auszubreiten. Der William Tyndale war ein hochbegabtes Haus. Er sprach mehrere Sprachen. Er war ein genialer Philologe. Und nach seiner Bekehrung hat er sich geschworen, jeder englische Landarbeiter und jeder englische Junge, der einen Pflug zieht, soll einmal in der Lage sein, Gottes Wort zu lesen. Und dann hat Tyndale sein ganzes Leben in diese Aufgabe reingeopfert, das Wort Gottes ins Englische zu übersetzen. Und er hat seine ganze philologische Begabung in die Waagschale geworfen. Und dadurch wurde er zum Dauerflüchtling, weil Heinrich VIII das absolut nicht wollte und weil es genug Feinde im englischen Königreich gab, die das zu verhindern suchten. Und er war ein Flüchtling mit Büro, kann man sagen. Er hatte seine ganzen Übersetzungsutensilien bei sich und er hat jede freie Stunde genutzt, auf seiner Flucht, in seinen Verstecken, um weiter daran zu arbeiten, dass jeder englische Junge, der einen Flug zieht, einmal Gottes Wort lesen kann. Und was ich bis vor kurzem auch nicht wusste, er kam dann 1524 nach Deutschland. 1524, das war die Zeit, wo hier die Reformation richtig Tempo aufnahm. Er kam nach Wittenberg. Er hat dort Luther getroffen und es spricht sehr viel dafür, dass Luther ihm auch noch wichtige Hinweise für die Übersetzungstätigkeit gegeben hat. Luther hatte gerade 2 Jahre vorher, 1522, sein berühmtes September-Testament veröffentlicht. Und so war er ständig auf der Flucht, ist dann nach Belgien gegangen, fand dort wieder eine Zuflucht, hat dort weitergearbeitet und nach einer langen Zeit voller Spannung wurde er dann schließlich verraten, wurde gefasst. 1535 verhaftet in Antwerpen und ein gutes Jahr später ebenfalls in Belgien dann ermordet. Erst haben sie ihn öffentlich erdrosselt und dann verbrannt. Und trotzdem hat der Hass und die Verfolgung und die Gemeinheit nicht fertig gemacht.
Und die letzten Worte, die von William Tyndale berichtet werden, schon aus diesem letzten Akt seiner Hinrichtung heraus, sollen folgende gewesen sein. Noch bei der Hinrichtung soll sein letztes lautes Gebet gewesen sein: Herr, öffne dem König von England die Augen. Lord, open the King of England's eyes. Man fragt sich, wie ist das möglich? Wie ist das möglich, in einer solchen Situation eben nicht von Hass und Ärger oder einer verdammenden Zukunftsankündigung für seine Peiniger getrieben zu sein, sondern noch in dieser Situation für die zu beten, die ihn hinrichten. Lord, open the King of England's eyes. Und man kann sagen, ja, da hat sich einfach gezeigt, sein lebenslanger Umgang mit der Bibel. Er hat eben nicht nur als Philologe übersetzt, sondern er hat sie als ein Nachfolger Jesu Christi wirklich in sein Herz aufgenommen. Und so wurde er zu diesem Zeugen, den Gott aus ihm gemacht hat. So wird man nur durch die Bibel. Lass uns beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass du der lebendige Gott bist. Und wir danken dir dafür, dass du uns dein Wort gegeben hast. Und dass das, was wir hier in den Händen halten, wenn es auch Übersetzungen sind, dass wir wissen dürfen, das ist dein Wort, Herr. Und das ist wahr und darauf können wir uns verlassen. Und dass wir darauf vertrauen dürfen, dass du selbst uns in diesem Wort begegnest. Und dass du versprochen hast, zu unseren Herzen zu reden, wenn wir das lesen. Und dass du versprochen hast, unser Leben zu verwandeln, wenn wir uns dem aussetzen, Herr. Und wir bitten dich, hilf uns. Hilf uns, dass dein Wort uns noch viel, viel wichtiger wird und viel lieber. Stärke unser Vertrauen und lass uns besser verstehen, wo wir noch zu wenig verstehen. Und hab Dank, Herr, dass du dich erbarmst über uns voller Liebe. Und dass du zu uns reden willst und dass du bei uns bist. Dass du uns lieb hast. Herr, wir danken dir für dein Wort. Amen. Okay, jetzt gibt es noch die Möglichkeit, eine Frage zu stellen. Jetzt oder auch hinterher noch.